Dabei handelt es sich um ein Denken des Gleichgewichts, das in einem Kontext der Krise entstanden ist. Während das Jahr 1914 die Auflösung der anthropologischen Bedingungen der Verifizierung der liberalen Hypothese sanktioniert hat, nämlich das Aufrauchen des Blutes, natürlich haben wir auch gedacht, sie nimmt sich eine Auszeit, aber sie hat sich noch nicht gemeldet und das ist nicht typisch für sie. Es gibt auch für sie ein paar Fragezeichen. Ja, es gibt Fragezeichen.